Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Amazon FBA bei Markus. Titel dieses Videos ist, wie du dein Jahresgehalt zu deinem Monatsgehalt machst und es von da aus noch ständig steigerst. Auf diesem Kanal geht es normalerweise darum, wie du als Amazon-Händler deine ersten Schritte machst und mit deinem eigenen Amazon-Shop dich selbstständig machst. Wenn dich sowas interessiert, klick auch hier unter dem Video auf Abonnieren auf das Glockensymbol daneben. Heute wollen wir aber mal das größere Bild dahinter betrachten. Wie kommen manche Leute zu wahnsinnig viel Reichtum? Und das ist für manche Leute nicht zu verstehen. Für manche Leute ist die klare Antwort einfach kein Geld ausgeben und sparen. Aber das wird dich nie zu Reichtum bringen. Das wird dich höchstens dazu bringen, dass du am Monatsende deine Rechnung gerade so zahlen kannst. Die Leute, die ein bisschen weiterdenken, die investieren, die tun es auf dem Bankkonto oder in Aktien und haben vielleicht ein paar Prozent. Aber auch damit kannst du vielleicht bestenfalls alle 7, 8 Jahre dein Vermögen verdoppeln. Und es geht dann immer noch recht langsam voran, wenn du träumst von teuren Autos, Villen und ein Leben in absolut finanzieller Unabhängigkeit. Und die Leute, die es erreicht haben, für die gibt es nur eine Antwort dafür, und zwar investieren in Businesses zum Beispiel, die dir aus 1 Euro 2 Euro machen, und wenn du dann große Geldmengen hast und es ständig verdoppeln kannst, dann dreht sich das Rad und du wirst ständig höhere Gewinne haben, die du reinvestieren kannst, und dann sind auch irgendwann die ganz großen Summen in Sicht. Und das ist etwas, was du in der Schule nicht beigebracht wirst. In der Schule wird dir vielleicht beigebracht, dein Vermögen zu zählen, und zwar im Matheunterricht, oder vielleicht auch dein Vermögen zu speichern, wenn du erklärt bekommst, wie ein Bankkonto funktioniert. Die wenigsten lernen wirklich, es anzulegen. Aber was du in der Schule auf keinen Fall lernst, ist wirklich Vermögen aufzubauen. Und so ist das Wissen letztendlich der Schlüssel zu einem richtig großen Einkommen. Denn es ist ganz klar, wie kann es sein, dass manche Leute 8 Jahre lang, 10 Jahre lang studieren und vielleicht irgendwie 6.000, 7.000, 8.000 Euro im Monat verdienen, während man wirklich regelmäßig von Leuten hört, die einen absoluten Tiefpunkt hatten, die vielleicht Schulden hatten, die vielleicht obdachlos waren und es innerhalb von ein paar Jahren zum Millionär geschafft haben. Wie kann es sein, dass es solche Leute schaffen und andere Leute mit einer super Bildung, mit einem guten Gehalt ganz gut leben können, aber nie wahren Reichtum anhäufen können? Also muss es noch irgendwie ein bisschen was mehr geben, und darum geht genau dieses Video. Und deswegen will ich dir mal ein paar Bücher empfehlen, die genau um das Thema gehen. Und zwar um das Mindset, die alte Einstellung hinter dir zu verlassen, dass du deine Zeit gegen Geld tauschen musst in einem Job, und offen zu werden, wie es die Leute machen, die wirklich erfolgreich geworden sind. Und ich bin absolut kein Buchleser, aber wenn ich sehe, dass etwas von erfolgreichen Leuten immer und immer wieder empfohlen wird, dann habe ich mir gesagt, die Bücher muss ich auch haben. Ich habe mir Bücher gekauft und ich habe sie nicht gelesen, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht der Typ dafür, der Bücher liest. Wenn du das kannst, super für dich. Mein Weg waren dann Hörbücher von Audible. Das hat für mich am besten funktioniert. Deswegen stelle ich hier mal ein paar Bücher vor, die du wirklich zum Anfassen kaufen kannst oder zum Hören auf dein Handy. Und Nummer 1 in meiner Liste ist Think and Grow Rich von Napoleon Hill. Ist Nummer 1, aber die Liste hat jetzt wirklich keine Nummerierung. Ich stelle mal ein paar Bücher vor und du kannst selber entscheiden, was dich momentan am meisten anspricht. Und Think and Grow Rich ist ein Buch, was schon relativ alt ist, wirklich sehr alt, aber es gibt nichts, was es ersetzt. Und das haben wirklich sehr viele große Persönlichkeiten gelesen, die es zu sehr viel geschafft haben. Deswegen muss was dran sein. Und das ist ein Buch, was unbedingt um Mindset geht, um absolut die Mindset dahinter. In einem Satz gesagt, erklärt dir das Buch, wie du deinen größten Wunsch so verinnerlichen kannst, dass er auf jeden Fall Realität wird. Und das Buch interviewt einfach sehr viele Leute, die es zu sehr großen geschafft haben. Und der Schlüssel dahinter war bei allen diese eine Technik, dass sich alle bis ins kleinste Detail ausgemalt haben, wie ihre Zukunft ist, und das ohne jeden Zweifel, sondern mit 100%iger Überzeugung. Und das bringt dich für Kapitel in die richtige Einstellung, dir klar zu werden über das, was du eigentlich haben willst, über die Ziele, die du anstrebst, und wie du dich absolut darauf konzentrierst. Und das ist eben der große Unterschied, warum zum Beispiel große Autohersteller in den letzten 20 Jahren Elektroautos angeboten und wieder vom Markt genommen haben, weil es nicht funktioniert hat, und dann so eine kleine Firma wie Tesla aus dem Nichts gekommen ist und plötzlich der größte Hersteller weltweit geworden ist, weil ein Mann einfach eine Vision zu was Gigantischem hatte und es von vorne bis hinten Realität werden lassen hatte. Ich kann das Buch absolut jedem empfehlen, der sich selbstständig machen will. Es heißt, du bist die Summe deiner 5 engsten Freunde. Wenn du in deinem Freundeskreis keine Leute hast, die selbstständig erfolgreich geworden sind und irgendwie Großes geschafft haben, was du gerne wolltest, dann solltest du diese Inspiration und Anleitung unbedingt aus einem Buch wie diesem hier holen. Und deswegen wollte ich es auch unbedingt als erstes vorstellen. Nummer 2 auf meiner Liste, das ist die 4-Hour-Work-Week von Timothy Ferris. Ich tue
mal alle Links zu allen Büchern auch unter dieses Video hier in die Videobeschreibung. Da findest du sie auf Amazon und wenn dich eben Audible interessiert, findest du dafür noch einen Probemonat. Da kannst du dir im ersten Monat 2 Bücher kostenlos runterladen und die gehören dann für immer dir, selbst wenn du Audible abbestellst. Und bekommst damit schon mal die ersten 2 Bücher gratis. Also was hält dich jetzt noch ab, loszulegen? 4-Hour Workweek, das ist ein ziemlich reißerischer Titel. Es geht darum, 4 Stunden die Woche zu arbeiten und das war's. Das kann für manche Leute sogar funktionieren, aber eigentlich geht es in dem Buch um etwas anderes. Und zwar, wie man absolut effizient arbeitet, wie man Dinge, die man nicht braucht, auslöscht. Zum Beispiel die meisten Leute checken ihr Handy um die 100 Mal am Tag. Das heißt, 100 Mal am Tag, an dem sie sich ablenken lassen von den Aufgaben, die sie eigentlich machen wollen und die nicht effizient umsetzen. Deswegen geht es in dem Buch ganz klar um solche Dinge, wie dass du zum Beispiel ein E-Mail-Programm ausgeschaltet hast, wenn du arbeitest, außer vielleicht mal morgens und abends die E-Mails bearbeitest und das reicht auch völlig. Ansonsten ist das Buch zwar relativ neu, einige Techniken, wie man tatsächlich dann Geld verdient in 1-2 Kapiteln, die sind teilweise schon wieder ein bisschen veraltet, weil das Internet einfach so voranschreitet, aber ansonsten bringt es dir mit sehr vielen wichtigen Tipps auf den richtigen Weg und öffnet dir die Augen, wie einfach man sich manche Sachen doch machen kann, um deutlich schneller voranzukommen, als man es herkömmlich tun würde. Nummer 3 auf der Liste ist ein absoluter Klassiker mit langem Titel, deswegen lese ich mal vor, wie man Freunde gewinnt, die Kunst, beliebt und einflussreich zu werden von Dale Carnegie. Das ist ein sehr altes Buch, aber es ist nicht ohne Grund noch ein absoluter Bestseller, weil sich gewisse Dinge einfach nie ändern. Und egal ob im Job, im Business oder im privaten Bereich, wenn Leute sich entscheiden müssen, mit dir ein Geschäft zu machen, dann geht es natürlich einmal um das, was du zu bieten hast, aber es geht auch einmal um die Persönlichkeit. Und das Buch geht darum, dass man einfach die Basics der Psyche des Menschen versteht, und versteht, wie man soziale Kontakte richtig knüpft. Deswegen heißt das Buch auch, wie man Freunde gewinnt. Aber die Erkenntnisse darin lassen sich genauso auf Marketing übertragen. Das heißt, wenn du zum Beispiel auf Amazon Artikel verkaufst, dann sehe ich es in manchen Produktbeschreibungen, dass Händler egoistisch über sich schreiben, wie toll ihr Unternehmen ist. Das interessiert die Käufer aber recht wenig. Die Käufer interessieren nur ihre Anliegen, mit dem sie eigentlich gerade auf Amazon.de gegangen sind. Und das Buch lässt dir die Sicht ein bisschen besser verstehen. Und stell dir vor, du hast eine Artikelbeschreibung so ausgelegt, dass sich dein Käufer genau verstanden fühlt und sieht, dass er eigentlich was für sich tut, wenn er deinen Artikel kauft. Dann machst du damit automatisch mehr Sales. Deswegen ist es im Leben und fürs Business absolute Empfehlung, das Buch einmal gelesen zu haben. Absoluter Klassiker. Etwas weiteres, was man unbedingt gelesen haben muss, ist Rich Dad, Poor Dad von, ich glaube, Robert Kiyosaki heißt er. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Darum geht es um die Basics von Investieren. Wenn du Geld hast, wie du es nicht einfach nur ausgibst, sondern investierst, dass du schließlich von deinem Vermögen leben kannst, von dem, was dein Vermögen an Profit abwirft. Und so erzählt er in dem Buch sehr leicht verständlich, dass er 2 Väter hatte. Einmal seinen eigenen Vater, der Lehrer war, der ihm wichtige Dinge fürs Leben beigebracht hat, der aber finanziell immer nie erfolgreich war, weil er sein Geld für irgendwas ausgegeben hat und immer gerade so am Monatsende so viel Geld zusammen hatte, dass er über den Monat kam, ohne eine Chance, irgendwo Vermögen aufzubauen. Und dann hatte er engen Kontakt zu dem Vater eines Freundes, der superreich war und der ihm gesagt hat, wie es aus reichen Sicht läuft und was reiche Menschen ihren Kindern beibringen. Wie du tatsächlich dahin kommst, dass dein Geld für dich arbeitet und nicht mehr du selber. Absolut wichtige Lehren in dem Buch, das ist absolut augenöffnend, sicherlich für die allermeisten. Weil, wie ich dir schon gesagt habe, sowas bekommst du leider nicht in der Schule gelernt. Und deswegen absolutes Muss hier für die Liste. Und das 5. Buch hier auf der Liste ist das Tony Robbins Power Prinzip mit dem Untertitel Befreie deine innere Kraft. Da geht es absolut um Motivation. Wie bringst du dich dazu, jeden Tag wieder an deine Ziele zu setzen, dein Ziel näher kommen, kleine Ziele zu stecken und dich nicht ablenken lassen und dich auch nicht ernüchtern lassen von Rückschlägen, sondern Schritt für Schritt gehen und das erreichen, was du willst. Und das ist aus meiner Erfahrung
auch die wichtigste Eigenschaft, die du als Unternehmer brauchst. Weil du kannst so viel lernen, wie alles funktioniert, aber wenn deine Einstellung nicht passt, es auch umzusetzen, wirst du es nie machen. Und das kann ich aus Erfahrung sagen, aus meinem Amazon-Kurs. Da habe ich es mit aller möglichen Leuten zu tun. Einige haben sehr viel Geld, die sie mit reinbringen. Andere haben sehr viel Vorwissen. Ich habe tatsächlich auch schon ehemalige Amazon-Mitarbeiter, die in den Kurs gekommen sind, um durchzustarten. Aber auf der anderen Seite habe ich auch Leute mit geringstem Kapital und absolut null Vorkenntnissen, was irgendwas angeht. Und das sind die Leute, die mir am meisten Mails schreiben und mich bei jedem Schritt wieder fragen, ob sie irgendwas richtig verstanden haben, ob ich gucken kann, ob sie was richtig gemacht haben. Und da gab es schon Leute dabei, wo ich mir gefragt habe, hätte ich denen über den Kurs verkaufen sollen? Die sind so weit zurück, die müssen so viel aufholen. Ich weiß nicht, ob sie da wirklich hinkommen. Und tatsächlich habe ich immer wieder die Fälle, die mir hinterher sagen, dass sie tatsächlich Produkte verkaufen, was für ein geniales Gefühl das ist. Und ich sehe einfach, sie haben nicht viel mitgebracht an Erfahrung und Wissen. Aber das eine, was sie hatten, was wirklich zählt, ist, sich nicht abbringen zu lassen von ihrem Ziel. Und auch wenn es lange dauert und wirklich Mühe ist, ihre Ziele anzugehen und umzusetzen. Und damit sehe ich auch immer wieder solche Leute erfolgreich werden. Und deswegen ist Motivation das A und O, das Tony Robbins Buch ein absolutes Muss gelesen zu haben. Also die Top 5 Bücher habe ich auf meine Liste getan. Ich habe aber noch ein anderes, sozusagen der Bonus. Und da geht es nicht um Selbstständigkeit. Vielleicht ein bisschen auch, weil da geht es um Eckhart Tolle. Und ich bin niemand, der Yoga macht oder sich mit spirituellen Nonsens beschäftigt. Aber Eckhart Tolle ist etwas, was man absolut gelesen haben muss. Da geht es darum, wie der Buchtitel schon heißt, im Jetzt zu sein. Und die meisten meinen wahrscheinlich, dass sie es sind, weil wo bist du sonst aus deiner Gegenwart? Aber tatsächlich ist es so, dass sich der Kopf der meisten Leute meistens in die Zukunft bringt und Sorgen hat, was morgen passiert, was übernächste Woche passiert, ob dies funktioniert, ob das funktioniert oder Ängste hat von Erlebnissen aus der Vergangenheit, wo Dinge nicht geklappt haben oder wo sie in peinliche Situationen gekommen sind, wo sie Negatives erlebt haben. Und der Kopf beschäftigt sich permanent aus Angst vor der ungewissen Zukunft oder vor schlechten Sachen aus der Vergangenheit und nicht um das, was du jetzt eigentlich alles hast. Und deswegen wird es auch viele Leute geben, die viel Geld machen, die 1 Million kriegen, die 10 Millionen kriegen, die 50 Millionen kriegen und die immer noch nicht glücklich sind. Davon liest man, warum hat sich Britney Spears die Haare abrasiert und wurde eingewiesen, obwohl sie ein Star ist, was die meisten Sänger werden wollten, weil sie einfach nicht glücklich war. Und das ist etwas, das kannst du mit Geld nicht kaufen. Das ist etwas, das hast du einfach nur in dir. Deswegen empfehle ich zu dem Thema noch 2 Bücher. Eckhart Tolle, Eine neue Erde. Das geht wirklich um die Basics, das ist wirklich praktisch bezogen. Und da ist auch wieder der Sprung zum Unternehmer sein. Denn wenn du Angst hast, wenn du dich unter Druck gefühlt setzt, dann machst du auch schlechte Entscheidungen, weil du meinst, Dinge gehen nicht schnell genug. Oder du zögerst, weil du einfach nicht sicher bist und dein Kopf schon wieder irgendwo anders ist. Und das ist als Unternehmer ganz wichtig, den Kopf klar zu haben. Und deswegen das Buch, Jetzt die Kraft der Gegenwart, baut darauf nochmal auf, ist nochmal ein bisschen anspruchsvoller. Aber wenn dich das Thema Persönlichkeitsentwicklung interessiert, wird es absolut was für dich sein. Schreibt auch ruhig mal in die Kommentare, was ihr davon schon gelesen habt oder wovon ihr gehört habt. Und schreibt genauso in die Kommentare, was ihr euch davon holen werdet. Interessiert mich mal, was sich aus der Liste am meisten angesprochen hat. Idealerweise holst du dir alles, wie gesagt, Links hier unter dem Video in der Beschreibung, Links zum Audible-Probemonat, wo du mal direkt ohne Grundgebühr startest und 2 Bücher kostenlos bekommst, auch hier unter dem Video, holst dir also direkt. Einige Bücher aus der Liste habe ich mir als Audiobook schon x-mal angehört, wenn ich zum Beispiel da hinten am Strand spazieren gehe, dann bin ich ein bisschen in der Sonne, habe ein bisschen Bewegung und lese absolut Nahrung für den Kopf. Deswegen wollte ich es hier einmal absolut an dich empfehlen. Ich hoffe, es ist interessant für dich, also vielen Dank fürs Zuschauen, lasse auch ein Like da. Und hab eine großartige Woche. Bis zum nächsten Video. Ciao.